Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte heute mit euch über eure Träume sprechen. Ich habe nämlich festgestellt, die meisten wissen eigentlich gar nicht, was sie gerne vom Leben wollen. Sie wissen, so wie das Leben jetzt ist, macht es sie nicht glücklich, befriedigt sie es nicht und es ist nicht das, was sie sich erhofft hatten. Und da endet das Ganze aber schon. Also die nehmen das so hin, okay, mein Leben ist halt jetzt so. Es ist doof, aber es ist halt jetzt so. Ich kann da eh nichts dran ändern, weil ich muss mich um die Kinder kümmern, ich muss mich um meinen Mann kümmern, ich muss mich um meinen Haushalt kümmern, ich muss den Job machen, um Geld zu verdienen für meine Kinder. Ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld. Irgendwas fällt uns immer ein. Und das Ding ist, bevor ihr da daran geht, euer Leben zu ändern, in ganz, ganz kleinen Schritten, was wir hier wirklich zusammen machen werden, werdet euch erstmal bewusst darüber, was wollt ihr denn eigentlich? Das ist so der erste Schritt, den wir zusammen machen wollen. Und ich bin ja ein Riesenfan von Listen. Und ich habe ganz viele Träume und Ziellisten. Kann ich euch dann gleich auch erzählen, in was für Kategorien ich das angeteilt habe. Und das war auch für mich ganz wichtig, mir erstmal hinzusetzen und mir aufzuschreiben, was möchte ich denn eigentlich? Und diese Listen, die wachsen auch stetig. Ich bin so ein Mensch, ich bin ein Freund von Papier und Stift. Deswegen habe ich ein Buch, wo das alles drinsteht. Aber ihr könnt das natürlich auch an eurem PC machen, da habt ihr halt ein Dokument. Oder auf dem Handy geht ja auch ganz super, wo ihr halt wollt. Ihr könnt auch irgendwo ein Blatt Papier und einen Stift richtig in der Wohnung liegen haben, wo ihr jederzeit ran könnt. Weil euch werden, wenn ihr einmal diesen Schalter umlegt und einfach mal alles zulasst, super viele Ideen kommen, super viele Träume einfallen, die ihr vor Jahren begraben habt. Oder Ziele, wo ihr sagt, okay, das möchte ich gerne machen. Und das wird dann einfach aus eurem Kopf so herauskommen, auch in irgendwelchen Situationen, wo ihr nie damit gerechnet habt. Und dann schreibt das wirklich sofort auf. Tippt erstmal ins Handy ein und schreibt es dann in euer Buch oder wie auch immer ihr das anlegt. Und wenn ihr euch über eure Träume und Ziele bewusst werdet, setzt euch keine Grenzen. Also setzt euch nicht die Grenze, ich habe keine Zeit. Setzt euch nicht die Grenze, ich habe kein Geld. Setzt euch nicht die Grenze, ich habe doch aber die Kinder. Setzt euch keine Grenzen. Denkt nicht daran, was andere darüber denken würden oder warum ihr es nicht tun könnt. Das ist erstmal völlig egal, weil ihr müsst euren Traum auch nicht in den nächsten 5 Jahren umsetzen. Wer sagt denn, dass ihr in 10 Jahren das Geld dafür habt? Oder wer sagt denn, dass ihr in 20 Jahren die Zeit dafür habt? Ja, also deswegen, davon erstmal völlig frei machen, von irgendwelchen Begrenzungen, das kann ich nicht, das darf ich nicht, warum auch immer. Erstmal davon frei machen, erstmal wild drauf losschreiben, das kann sich für euch erstmal so unrealistisch wie möglich anhören. Immer raus damit, alles aufschreiben, nichts durchstreichen, alles aufschreiben. Das muss euch auch nicht peinlich sein, das müsst ihr niemandem zeigen, das ist wirklich nur für euch und gönnt euch das mal. Euch das wirklich mal aufzuschreiben, weil es macht auch unglaublich Spaß, so zu träumen und ihr könnt euch dann auch mal hinsetzen in einer freien Minute und euch das mal gedanklich erträumen, so ein Tagtraum. Wie würde das denn aussehen, wenn ich das dann wirklich mal mache? Also schreibt es auf, macht das ohne irgendwelche Begrenzungen. Und ich habe meine Listen so ein bisschen aufgeteilt, weil bei mir ist auch eine große Begrenzung kein Geld oder zu wenig Geld oder das Geld braucht man für was anderes. Deswegen habe ich zum Beispiel eine Liste von Träumen und Zielen, wo ich einfach nur Zeit brauche. Und auf da steht zum Beispiel, dass ich gerne in der Sächsischen Schweiz wandern gehen möchte. Das ist etwas, da brauche ich nur Zeit dafür. Weil ich war dann irgendwann mal an einem Punkt, wo ich mir freie Zeit erkämpft hatte. Und irgendwann, wenn ihr mit mir diesen Weg geht, werdet ihr auch an diesen Punkt kommen. Und dann saß ich da und wusste nicht, was ich jetzt mit meiner freien Zeit machen sollte. Früher hätte ich geputzt. Zum Beispiel, ja, oder hätte mich schnöde vor den Fernseher gesetzt. Aber um Gottes Willen, macht das nicht. Wenn ihr wirklich so weit seid, dass ihr dann endlich freie Zeit nur für euch habt, dann seid vorbereitet und habt diese Listen. Und dann schaut ihr da drauf und das, was euch jetzt gefällt, das könnt ihr tun. Und da ist halt ja wahrscheinlich für den Anfang die Liste super interessant, wo ich nur Zeit brauche, um das umzusetzen. Dann habe ich noch so eine Liste, wenn ich Zeit und Geld habe und das dann noch so ein bisschen gestaffelt, ja. Manche Dinge, die sind halt nicht so teuer, manche Dinge sind halt sehr, 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 sehr teuer. Und dann beschäftigt ihr euch auch mal wirklich damit, wie teuer ist das denn wirklich? Also Manu war, wann war das? Ostern, mit meinem Fahrrad unterwegs und es wurde ihm geklaut. Und ich saß da und war erstmal so, boah, ich habe kein Geld für ein neues Fahrrad. Ich kann mir das jetzt nicht leisten, ich werde nie wieder ein eigenes Fahrrad haben. Ja, so diese Gedanken, die man dann hat. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe im Internet geschaut und ein Fahrrad, wie ich es gerne hätte, 300 €. Habe ich gesagt, okay, für diese Saison leihe ich mir ein Fahrrad von meiner Schwiegermutter
Und dann spare ich jeden Monat 50 Euro an und im März kann ich mir mein neues Fahrrad kaufen. Es war dann gar nicht so das Problem, ne? Also macht euch dann auch mal davon frei, okay, ich habe das Geld nicht, das kostet bestimmt unglaublich viel. Oder schaut dann auch mal nach Alternativen, ja? Ich bin zum Beispiel, einer meiner Träume ist zum Beispiel mit den Kindern mit dem Wohnwagen mal zu verreisen. Und Wohnwagen an sich kosten schon eine Stange Geld, aber gebrauchte Wohnwagen oder Wohnwagen, die man ausleihen kann, sind jetzt gar nicht so teuer. Und wenn man das dann, wenn ihr einmal am Rechnen seid, könnt ihr auch gleich mal, dann muss man auch mal so gegenrechnen, okay? Wenn ich jetzt einen Flug habe und ein Hotel habe zum Beispiel und das mal gegenrechnen gegen den Wohnwagen, den ich mir halt ausleihe, wo ich halt quasi den Flug spare und wo ich dann natürlich das Hotel spare, das dann auch mal so gegenzurechnen. Also diese Begrenzung, die ihr euch gesetzt habt, dass ihr euch erstmal davon frei macht und die dann auch auflösen könnt, weil ihr euch dann wirklich mal damit beschäftigt, wie teuer ist das oder wie viel Zeit braucht das zum Beispiel wirklich. Zum Beispiel möchte ich auch gerne mal reiten lernen. Und ich habe mir jetzt gedacht, okay, wenn die Kinder alt genug sind und einer Bock darauf hat, also Vince reitet jetzt schon ab und zu im Kindergarten, jetzt ist er mir aber noch zu klein. Und bei Svea kann ich mir das super, super gut vorstellen, dass sie da mal Bock drauf hat, dann mache ich das mit denen mit. Dann ist nämlich dieser Faktor, ich brauche Zeit, gar nicht mehr so wichtig, weil ich mache es mit den Kindern zusammen. Das heißt, ich brauche nicht zwingend Zeit für mich alleine, sondern es ist Zeit, die ich mit den Kindern sowieso verbringe und dann mache ich das einfach mit denen zusammen. Und dann musst du ja auch das auch ablegen, ach, das ist mir peinlich und mit den Kindern zusammen und nee, warum? Weil es geht dann auch immer primär um euch und ihr wollt das gerne. Und wenn ihr das mit euren Kindern, wenn ihr das super rüberbringt, also wenn ihr sagt, oh, ich wollte, als ich so alt war wie du, ich wollte das unbedingt machen, jetzt machen wir beide das zusammen, du hilfst mir, meinen Traum zu erfüllen, ist doch super, super genial. Also ja, euch werden dann auch Lösungen dafür irgendwann einfach kommen oder erzählt auch Leuten von euren Träumen. Also ja, wenn ihr den Leuten vertraut, wenn euch der Traum nicht peinlich sind, ja, manche meiner Träume sind mir auch unangenehm und peinlich, ja, die erzähle ich niemandem, aber ich erzähle vielen Leuten jetzt oft, was ich mal möchte und dann kommt einer und der kennt jemanden und schon hast du deinen Traum erfüllt. Es ist total krass, ne? Aber wenn ihr niemandem davon erzählt, was ihr erreichen wollt, was ihr mal machen wollt, dann wird es auch nichts. Also erzählt ruhig auch davon. Und träumt in jeder Beziehung. Also was ihr machen wollt, wäre jetzt so dieses, ne? Ich möchte gerne mal reiten lernen zum Beispiel. Was ihr erleben wollt, ist, ja, wenn ihr mal auf ein bestimmtes Festival zum Beispiel einfach mal wollt, wohin ihr reisen wollt. Da habe ich zum Beispiel auch eine Liste von Orten, die ich bereisen möchte. Und die habe ich auch wieder zweigeteilt. In Urlaube mit den Kindern und in Urlaube ohne Kinder. Weil einige Dinge möchte ich gern einfach nur für mich erleben. Möchte ich jetzt erleben und die Kinder sind noch nicht alt genug. Aber es gibt auch Dinge, die ich unbedingt mit den Kindern erleben möchte. Wie zum Beispiel mal Urlaub auf dem Bauernhof. Finde ich total geil. Jetzt bin ich schon wieder vom Thema abgekommen. Dann aber auch Träume in Hinsicht auf, wie möchte ich sein? Also, möchte ich selbstbewusster sein? Ist das schon mal ein Ziel? Und schreibt das auch auf. Oder möchtet ihr besser sprechen können? Oder möchtet ihr eine bessere Körperhaltung? Möchtet ihr mehr Sport treiben? Auch das ist sowas. Das ist ein Ziel. Und macht euch erstmal frei davon, ach, ich habe aber keine Zeit, Sport zu treiben. Oder ich habe keinen Bock, Sport zu treiben. Weil irgendwann kommt es so wie bei mir und ihr findet den Sport, der euch Spaß macht und den ihr macht, weil es euch Spaß macht und nicht, weil ihr abnehmen wollt. Aber träumt auch in die Richtung, was möchte ich beruflich? Seid da auch erstmal so frei von, dass ihr konkrete Ideen haben müsst. Schreibt zum Beispiel auch mal auf, habt halt so eine Liste Beruf oder so und schreibt vielleicht auf, was möchte ich nicht mehr und was wünsche ich mir? Und das muss noch nicht ein konkreter Beruf sein. Da werden wir nämlich später dann auch nochmal in der Videoreihe dazu kommen. Da kenne ich nämlich zwei wunderbare Menschen, die euch da helfen können, die auch mir auf diesem Weg sehr weitergeholfen haben. Oder träumt auch mal in die Richtung eure Beziehung, ja? Wie möchte ich eigentlich gern, dass meine Beziehung ist? Da könnt ihr auch wieder so eine zweigeteilte Liste machen. Was gefällt mir aktuell an meiner Beziehung nicht und wie hätte ich das lieber gern? Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich hätte gerne mehr Quality Time mit Manu. Und dann nicht nur so, wir gucken uns mal einen Film an, sondern mal auch was, dass wir beide mal was Neues ausprobieren, was keiner von uns vorgemacht hat, dass wir so ein kleines Abenteuer erleben, ja? Oder ich möchte auch gern wieder mehr Frau sein. Und dazu gehört einfach auch, dass man mal die Möglichkeit hat, sich mal wieder so richtig schick zu machen und so, ja? Das sind auch Ziele, Träume, Wünsche. Wirklich, denkt in jeder Beziehung. Denkt vielleicht auch in der Beziehung an eure Kinder. Was stört euch vielleicht? Also, gibt es vielleicht irgendwas, wo ihr sagt,
was ihr euch wünscht in der Beziehung mit euren Kindern. Ihr würdet gern mehr Dinge unternehmen, ihr traut euch aber nicht zum Beispiel oder ihr, ja, ihr setzt das dann nicht alleine um. Dann macht doch mal so eine Liste, wenn ihr Zeit mit, freie Zeit mit euren Kindern habt, was möchtet ihr gern mit und denen unternehmen? Wenn ihr freie Zeit und Geld mit euren Kindern habt, was wollt ihr dann mit denen unternehmen? So eine Liste habe ich nämlich auch, weil ich sitze oft da und denke mir so, es ist schönes Wetter, man könnte was unternehmen. Im Zoo waren wir letztens erst, was könnte man denn machen? Und da kommt man dann dazu, dass man sich erstmal damit beschäftigt, was gibt es denn in meiner näheren Umgebung für tolle Angebote, was man machen könnte. Das ist super interessant. Und dann hast du plötzlich so eine lange Liste von Dingen, die du unbedingt mal mit deinen Kindern machen möchtest. Und so viele Jahre hast du gar nicht Zeit, um das alles abzuarbeiten. Und deswegen ist das mal so ganz interessant, sich erstmal den Sachen bewusst zu werden und sich dann peu à peu damit zu beschäftigen. Okay, was gibt es denn für Angebot? Oder wie teuer ist das denn wirklich? Oder zum Beispiel habe ich auch diese wahnwitzige Idee, dass ich mal klassischen Gesangsunterricht nehmen möchte. Ich möchte einfach mal so eine Stunde haben, um zu wissen, wie das ist und was meine Stimme wirklich kann. Und dann habe ich mich halt mal damit auseinandergesetzt, okay, was kostet denn sowas eigentlich? Und so teuer ist es gar nicht. Und wenn ich wirklich nur mal eine Stunde so ausprobieren möchte, zu schauen, ja, gefällt mir das denn, kann man das ja einfach mal machen. Also ja, der erste Schritt für euch, macht euch frei von diesen ganzen Blockaden. Zweiter Schritt, schreibt einfach alles auf. Und im dritten Schritt, schaut ihr dann mal, beschäftigt ihr euch mit einzelnen Sachen, die euch gerade so interessieren und guckt halt mal, wie teuer ist das, wo könnte ich das machen. Wenn ihr zum Beispiel den Wunsch habt, ihr wollt mal klettern gehen, dann schaut halt mal, wo in eurer Umgebung ihr vielleicht mal klettern gehen könntet. Ganz oft kann man da so einen Schnupperkurs besuchen oder eine Schnupperstunde, wo man erstmal auch gar nichts bezahlen muss oder so. Und werdet euch darüber bewusst genau, was wollt ihr denn? Und dann fangt an, ganz langsam diese Wünsche, Träume und Ziele auch mit anderen Leuten zu teilen. Weil ganz oft hört ihr dann, echt, oh, das wollte ich auch schon immer mal machen, dann lass uns das doch zusammen machen. Super, super geil. Ihr werdet staunen, was das alles in euch auslöst. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, wir können nächsten Dienstag beim Livestream schon so ein bisschen darüber reden, was sind denn jetzt eure Träume, Wünsche und Ziele? Und ja, vielleicht finden wir ja da Parallelen zu meinen Wünschen, Träumen und Zielen oder zu anderen Zuschauern von uns. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es hat euch motiviert, jetzt auch loszulegen und eure Wünsche, Träume und Ziele auch aufzuschreiben. Und wir sehen uns dann am Dienstag zum Livestream zu diesem Video und werden nochmal über das Thema quatschen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!